Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Die Sims 4, die No Money Challenge geht weiter und meiner, der sieht extrem motiviert aus, also ja, auf diese Verabredung mit Octavia zu gehen, aber ja, das ist mir egal. Und ja, meiner, der hat kurz Jenna angerufen und ihr halt, sie halt hergebeten. Aus bestimmten Gründen. Und da ist sie auch schon. Sehr gut. Dann haben sie direkt meinen Sauberzaubern. Ist das der. Kennen wir den einen Typen nicht auch da mit den langen Haaren? Ich glaube, den haben wir auch schon mal gesehen. So, einmal benutzt blank zaubern. Ja, pinke Kleidung fühle ich gar nicht, Kollege. Ah, ne, das ist eine Frau. Aber ich glaube, die haben wir schon mal gesehen. Im Reich der Magie oder so. Wer bist du denn nochmal hier? Saori Kudo. Ja, bestimmt im Reich der Magie oder so gesehen. Oder auf der Street oder so vielleicht. Keine Ahnung. Victory-Musik? Wofür? Wieso Victory-Musik? Verstehe ich nicht ganz, Scott. Oh. Schatten der Schadenfreude wegen Verbitterung gegenüber jemandem, der dich schlecht fühlt. Es kann durchaus ein klein wenig befriedigend sein, jemanden leiden zu sehen. Das hängt davon ab, wer dieser jemand ist. Ja, und ich weiß, wer dieser jemand war. Ich gefreut, dass meiner sich unwohl gefühlt hat. Oder der. Also gehe ich mal eher davon aus, als dass sie den alten Mann hier leiden sehen will, den keiner kennt. Ja, wie auch immer. Nicht ganz appreciated, Jenna, aber immerhin warst du kurz hier. Auch wenn sie mich gerne leiden sieht, so, sie kommt trotzdem nicht von mir los, die Jenna. Wie wir ja vor ein paar Parts gesehen haben. Rory, hey! Hi! Ah, ich dachte, wir kennen sie bereits, und aber ist ja auch egal, wenn ich einen Namen droppe, ihr kommt damit ja eh. Macht ja keinen Unterschied so. Kann ich vorstellen direkt. Und Jenna, du kannst mal hier mit helfen, dass meiner sein Date nicht ver. Sascha und Rory verabscheuen sich? Aber meiner, der ist. Oh, feuriges Herz. Er ist richtig hin und weg. So, du kannst mal auf meinen machen. Und dann Rory. Und ja, Jade kannst du auch mitnehmen. So. Kann man auch mal mitnehmen hier. So. Aber ich sollte mich auch ein bisschen auf die Verabredung und das Stehlen konzentrieren, das ist auch wichtig. Darum geht es in dem Part. Ja. Aber natürlich kann auch ein bisschen Betörung helfen, das ein bisschen aufzulockern hier. Nancy mit einem alten Opa am Reden. Dafür kann man sie auch bewahren, weil. Dass ein Opa überhaupt im Club geht hier so, hätte ich nicht unbedingt gedacht, aber. Ja, warum? Ralf Grusel? Warte mal, was soll das heißen, Ralf Grusel? Ist der von Mortimer und Bella? Naja, ich glaube ja, ne? Der, den ich so cool fand. Der ist jetzt hier als Mixer, nicht verkehrt so. Nicht verkehrt, hätte einen schlechteren Job wählen können. Also, das ist schon ordentlich hier. Und ja, wir können mal schauen, was hier zu holen gibt. Okay, Freundschaft geht runter zwischen mir und Warrior. Mann, das ist beschämt, das ist nicht so toll. Ich habe kein Charmegefühl, Mann. Ach Mann, das muss ich mal wegmachen hier. Drei Vampire im Kampf besiegen. Muss ich die größten Ottos finden, die es hier gibt als Vampire und. Der eine Typ ist komplett sprachlos. Ah, eine Hexe. Oh, Jade. Du bist die Erste, wenn ich dich als Letzte verzaubert habe, aber. Oder Jenna hat sie jetzt. Junge, kannst du mal. Es reicht jetzt. Ganz ehrlich, ich weiß, dass es neu für dich das Magie gibt, aber jetzt Ruhe hier. Du störst. Lass mal eingefroren hier. Weil wenn es heiß zwischen mir und den Ladies zugeht, da kann man ruhig mal ein bisschen dafür sorgen, dass er hier eingefroren wird. So. Jetzt hält er hoffentlich die Fresse. Geh mir nicht weiter auf die Nerven. Nein, du sollst. Okay, kümmere dich um die Verabredung. Irgendwie funktioniert die Magie hier nicht ganz. Keine Ahnung warum, aber. Und wo ist Octavia überhaupt? Ist sie abgehauen? Ne, hier oben ist sie. Warum ist sie hier oben? So, hä? Muss sie aufs Klo oder wie? Ja gut, wenn du auf Klo gehst, dann nehme ich hier den Fernseher mit. Oder auch nicht. Okay, schade. Aber dann macht Jenna das vielleicht. Achso, das ist kein Fernseher, sondern Spiegel. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße, ich will die Butter doch nicht in Brand setzen. Und vor allem nicht Octavia. Die ist cool, die lassen wir. Hände waschen wollte sie. Ja, nimm das mal mit. An meiner hier hoffentlich Octavia ein bisschen ablenken kann, dass sie das nicht mitbekommt. Schrank rum muss, okay. Okay. Guess.
Auch wenn ich das eigentlich ein bisschen anders vorhat, aber ich will mich auch um die Verabredung ein bisschen kümmern. Ich habe ja schließlich ja gesagt, deswegen kann mich ein bisschen darum kümmern. Ich hoffe, dass. Ach so, das ist Frauenklo, da kann ich natürlich nicht rein. Ja, Alter, wie soll ich die Farbe. Octavia, wie hat die sich das vorgestellt? Ah, ich hätte ob das so viel aus. Na egal. Nice, sehr gut. Sehr schön. Jetzt kannst du eigentlich noch sie betören auf meinen Char, weil wir müssen sie da rausbekommen, sonst klappt das nicht mit der Verabredung. Aber ich glaube, das ist jetzt schon zu spät, aber. Ja, okay. Ja, es wird zu spät sein. Schade, aber wir haben immer ein Sofa geklaut. So. Und das war ja auch nicht der Plan, dass meiner und Octavia auf eine Verabredung gehen. Aber wo ist meiner auch? Ich hab den hergerufen, ey. Er braucht ewig so. Wow, beste Verabredung aller Zeiten, ey. Aber meiner, der ist auch manchmal echt dumm, ey. Und unfähig für alles. Aber wie, was war das bitte für eine Verabredung? Hast ja kaum Zeit, irgendwas zu machen, so. Klar, ich hätte mich ein bisschen mehr konzentrieren sollen, aber die Zeit hier, die ist auch, ja, will anders wild einfach. Dann los. Aber gut, so scheiß mal auf die Entwickler mit ihrer Verabredung. Ich will trotzdem, dass die beiden hier weitermachen. Mit, ja, dem Ganzen. Ist mir egal, ob das Spiel da was gegen hat oder nicht. Weil es mischt sich ja schon wieder meine Magie ein. Bricht das schon wieder ab. So. Weiß nicht, was der Scheiß soll, aber scheiß drauf. Wir machen das Beste draus. So. Dann würde ich sagen, geht ihr beide mal in den Schrank hier rein. Ne, kein Baby, wir haben ja genug mit Octavia veranstaltet. Was ist das hier eigentlich? Alina Braun. Aha. Okay. Interessant. Wissen wir da auch Bescheid? Aber nicht interessant für mich. Ah, okay, Magie geht doch durch. Sah erst so aus, als würde es abgebrochen werden. Okay, wer ist hier weggegangen? Le. Nee. Jade ist weg? Nee. Jade ist auch nicht weg. Aber irgendwie ist es doch langweiliger wie sonst. Sonst haben wir voll die interessanten Chars hier jetzt auf einmal gar nicht so. So, hier noch eine Betonung auf meinen Char einfach machen. Einfach so random. Ah, okay, geht nicht. Schade. Aber du kannst dich mal Leuten eigentlich vorstellen, weil bei dir ist, glaube ich, kein Negativeffekt. Jenna. Wobei könnte es sein. So. Egal, ich versuch's trotzdem, dass sie ein paar Leute hier kennenlernt. Ja. Und Jade kannst du auch kennenlernen. Ein bisschen vorbereiten für die nächste Challenge auch immer. Und warte, nein, ich will nicht die Ottos hier am Feiern sehen, die interessieren können. Ich meine, wer sind das auch hier für Leute? So. Außer Rory, die ist ein interessanter Charakter. Das Date wird immer besser. Lol, ich habe kaum mit ihr irgendwas gemacht und sie sagt, das Date wird immer besser. Nun ja, war ich nett mit dir. Ich ruf vielleicht mal an. Ja, noch sind wir ja nicht fertig, auch wenn das Spiel was anderes sagt. So. Ist mir egal, was die Entwickler sagen. So. Weil sie hat dir gesagt, das Date wird immer besser. Also. Ja, wird's auch immer besser. Tja, auch wenn EA sagt, nö, das ist nicht, aber ist mir egal, was EA sagt. So. Das hat mich ja noch nie interessiert. Können wir mal hier irgendwas Relevanz klauen? Wahrscheinlich ja weniger. Also war doch keine so gute Idee, hier hinzugehen. Außer vielleicht neben den Schrank mit, aber ja. Ich weiß auch nicht, ob das sich so rentiert. Na los, ab in den Schrank mit dir. Das war kein Joke, Alter. Ja los, Techte möchte und dann kann sie gehen, so. Wenn wir auch mal gehen sollten, auf jeden Fall. So, Diana, kennst du eigentlich die Leute hier oder bist du nur im Rumstehen? Nee, Alter. Das ist echt uncool, Diana. Ich gebe dir eine Aufgabe, ne? Eine klitzekleine Aufgabe und du kennst hier die Leute nicht. Wow. Du sollst Rory kennenlernen und Jade kennenlernen und nicht hier mit anderen Leuten da sein, Mann. Ja, toll, die eine haut schon ab. Danke schön. Jenna, du bist echt manchmal nicht zu gebrauchen, Mann. Ach, das ist sie von den Grusels, ne? Ja, genau. Die alte Oma.
Alte Oma macht Party. Die nicht so alt aussieht. Gut. Ah, hier ist Rory. Hey. Hi. So, gib mir mal ein romantisches Geschenk, weil sie mich so gut leiden kann. Oh, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Darüber wollte ich eigentlich noch gar nicht reden. Na gut, kann man ja gerne in die Kommentare schreiben, ob man das jetzt gesehen hat oder nicht. Was mit ihr los ist. Und warum sie vielleicht auch so sauer ist oder sie ist sauer auf meinen Shout auf Jade oder whatever so. Ist ja auch egal. Vielleicht, weil sie mich nicht bekommen kann, weil sie das denkt so. Vielleicht deswegen. So sieht mich mit Octavia so und denkt sich, ja, shit. Der Typ ist bestimmt mit ihr zusammen, verheiratet, whatever. Kann ich vielleicht nicht bekommen. Aber es gibt genug Real für alle. Okay, es hat sich falsch angehört. Falsch formuliert vielleicht auch. Willst du über Körperbehaarung machen? What? Kein Wunder, dass das nicht so funktioniert. Willst du über Körperbehaarung? Ja, moin, ey. Nein, du sollst sie auf meinen betören. Candy? Wie Candy und Janie sind hier. Da müssen wir noch kurz bleiben. So, das war eigentlich nicht so der Plan, aber gut, dann machen wir es stehen einfach im nächsten Part. So. Also das, was ich eigentlich vor drei Parts vorhatte, mal wieder drei Parts später. Ey, cool, der Typ ist auch eingefroren. Let's go. Ja. Ach ja, Candys Schwester haben wir auch kennengelernt, die Yuki. Stimmt ja. Haben wir auch irgendwann mal beide kennengelernt. Beide Techtelmechtel-Art kennengelernt auch, denke ich. Oder? Was Candy? Candy? Ich finde es auch cool, dass sie Candy heißt. So. Also das Game hat sie so genannt natürlich. So. Ich habe hier niemanden umbenannt. So. Außer natürlich meinem Char meinen Namen gegeben. Also, was heißt meinen Namen gegeben? Aber ihr wisst ja, wie ich meine. Mein Char halt benennt. Und ja. Baby machen mit Candy. Vielleicht eines Tages. Aber erstmal leidenschaftlich küssen. So lustig mit dir. Verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Also sie hat keine Ahnung, worauf sie sich da eingelassen hat. Weil wir können ganz schön, ja, den Leuten auf den Zeiger gehen. Yuki Rodriguez ist das, okay. Interessant. Bis hier neue Leute hier, die am Start sind. Wow, ich sehe das durch einfach. Ich glaube, ich habe Nancy, ne? Gerade betört. So. So. Ach ja, Juniper muss ich auch noch machen. Wenn schon, dann wenn schon, denn schon ein bisschen geflirte hier. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Sofas hier so viel wert sind, um ehrlich zu sein. Vielleicht der Schrank. Ansonsten, ja, das DJ-Pult wird was wert sein, aber es will ich ja nicht klauen, so, sonst kann man hier nicht mehr ordentlich abhängen und so. Die tanzen wollen, können ja nicht mehr tanzen und so, ist nicht so geil. Ja, hier die Sofas haben wir ja. Haben die überhaupt was mitgenommen hier? Gefühlt gar nicht, aber ich dachte, wir hätten ein Sofa mitgenommen hier. Aber wenn ich nicht glaube, dass es halt wirklich so viel ausmacht jetzt. Eher der Schrank, aber ja, die habe ich halt auch gerne noch für Privatvergnügen hier stehen. Deswegen, ja. Kennst du eigentlich Rory? Warum hat sie keinen Bock drauf, Mann? Jenna! Nein, du bleibst hier. Hoffe ich zumindest. Jenna hat Hunger. Na gut, so ist das mit der Party im Club. Ja, aber ich glaube, die Party ist auch so langsam ein bisschen vorbei. Das merkt man daran, dass alte Leute hier reinkommen. Alte Omas. Reinkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.